Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzvideo. Heute haben wir was ganz, ganz Besonderes für euch und zwar einen großen Röhrlingsvergleich. Wir wollen heute verschiedene Röhrlinge direkt miteinander vergleichen. Von den verschiedenen Hexenröhrlingen über den Satansröhrling bis zu Rotfuß- und Schönfußröhrling sind die verschiedensten Vergleiche enthalten. Kleiner Tipp. Wir haben in der Videobeschreibung die verschiedenen Vergleiche mit Timestamps versehen, damit ihr direkt zu den für euch interessanten oder relevanten Vergleichen springen könnt. Bevor wir uns aber mit den direkten Vergleichen beschäftigen, anbei nun erstmal ein kurzer Steckbrief zu den im Video gezeigten Arten. Ja, starten wir nun gleich mit den Hexenröhrlingen. Flockenstielige Hexenröhrlinge sind Symbiosepilze. Sie stellen allerdings keine sehr großen Ansprüche an das Habitat und den Symbiosepartner. Sie sind daher weit verbreitet und können somit auch in den verschiedensten Waldarten und bei verschiedenen Baumarten gefunden werden. Besonders häufig sind flockenstielige Hexenröhrlinge bei uns in Oberbayern in Nadel- und Nadelmischwäldern und dort gerne bei Fichte und Tanne. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören die dunkelbraune bis gelbbraune Hutfarbe, die roten Röhren, ein punktierter, flockiger, rötlich gefärbter Stiel und das gelbe Fleisch, das bei Verletzung stark zu blauen beginnt. Flockenstielige Hexenröhrlinge sind sehr gute Speisepilze. Die Art ist sehr weit verbreitet, häufig zu finden, meist einer der ersten und letzten Röhrlinge in einem Pilzjahr und zudem fast nie wurmstichig. Geschmacklich befindet sich die Art zudem in einer Liga mit den verschiedenen Steinpilzarten. Der netzstielige Hexenröhrling. Netzstielige Hexenröhrlinge findet man vor allem in Laub- und Laubmischwäldern, in Parks, Gärten oder auch an Badeseen, Parkplätzen und anderen parkähnlichen Flächen. Die meisten unserer Funde der Art konnten wir bei Birken auf besagten parkähnlichen Flächen und im Buchenmischwald machen. Zu den wichtigsten Merkmalen der Netzhexe gehören eine für die Art sehr typische olivbräunliche Hutfarbe, gelbe Röhren mit rötlichen Röhrenmündungen, ein deutlich sichtbares rötlich gefärbtes Stielnetz und das ebenso stark blauende Fleisch der Art. Die Art wäre an sich ebenfalls ein guter Speisepilz. Allerdings ist die Art leider sehr oft extrem stark wurmstichig. Teilweise sehen die Fruchtkörper von außen noch nach Spitzenqualität aus, sind innen dann aber bereits komplett ausgehöhlt. Netzhexen gelten außerdem als eher unverträglich. Eine Giftigkeit der Art in Zusammenhang mit Alkohol zum Pilzgericht wurde mittlerweile aber widerlegt. Der stattliche Rotfußröhrling. Stattliche Rotfußröhrlinge findet man vor allem in Nadel-, aber auch Laubmischwäldern. Die Art ist sehr weit verbreitet und ein echter Massenpilz. Die Art bevorzugt stickstoffreiche Böden. Als Symbiosepartner ist die Fichte am häufigsten. Aber auch mit Rotbuchen, Stieleichen, Birken und Ulmen geht der Pilz Partnerschaften ein. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören der gelbliche bis rötliche Stiel, der nie eine Netzzeichnung besitzt, der gräuliche bis schwarzgräuliche Hut, die gelben Röhren und das überwiegend gelbe Stielfleisch, das wenn überhaupt nur ganz, ganz dezent blaut. Ganz junge Exemplare können bedenkenlos gesammelt werden und sind vor allem in Mischgerichten gut aufgehoben. Vorsichtig muss man bei mittelalten und vor allem sehr alten Fruchtkörpern sein. Rotfußröhrlinge sind extrem anfällig für einen Goldschimmelbefall, was zu einer Lebensmittelvergiftung führen kann. Kommen wir nun zu den giftigen Arten. Der Schönfußröhrling. Der Schönfußröhrling ist ein Symbiosepilz, der nährstoffarme, saure Böden bevorzugt. Am häufigsten findet man den Schönfußröhrling im Nadelwald. Etwas seltener sind aber auch Funde im Nadelmischwald möglich. Die Verbreitung des Schönfußröhrlings ist auf den deutschsprachigen Raum bezogen sehr unterschiedlich. In manchen Regionen ist die Art ein regelrechter Massenpilz. In anderen Regionen seltener, aber durchaus zu finden. Mancherorts ist die Art aber auch eine echte Rarität. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören eine relativ helle, graue bis graubräunliche Hutfarbe, gelbe Röhren, ein deutlich sichtbares Stielnetz, ein wunderschöner Farbverlauf von gelb an der Stielspitze zu rot an der Stielbasis, ein wunderschönes, sehr helles Blauen im Schnittbild und die bittere Geschmacksprobe. Die Art ist durch ihren bitteren Geschmack in erster Linie äußerst ungenießbar, kann aber bei empfindlichen Personen oder in größeren Mengen stark unverträglich wirken und wird somit in der Regel als Giftpilz beschrieben. Der wurzelnde Bitterröhrling. Wurzelnde Bitterröhrlinge findet man in Parks, Gärten oder im Laubwald.
Er bevorzugt kalkreiche Böden und erscheint vom Sommer bis in den späten Herbst hinein. Die Art ist aufgrund der Habitatsansprüche im Vergleich zu anderen Arten deutlich seltener zu finden und befindet sich in Deutschland auf der roten Liste bedrohter Arten. Am häufigsten finden wir die Art bei Linden und Eichen auf parkähnlichen Flächen. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören der sehr helle, grau-weißlich gefärbte Hut, die gelben Röhren, der gelbe bis gelbbraune Stiel, der vor allem im Alter auch eine deutlich sichtbare Netzzeichnung besitzen kann, das starke Blauen bei Verletzungen und die ebenfalls sehr bittere Geschmacksprobe. Genau wie der Schönfußröhrling ist diese Art durch ihren bitteren Geschmack in erster Linie äußerst ungenießbar, kann aber bei empfindlichen Personen oder eben auch in größeren Mengen stark unverträglich wirken und wird somit in der Regel ebenfalls als Giftpilz beschrieben. Der Satansröhrling. Satansröhrlinge sind selten. Man findet sie im Laubwald, gerne bei Eichen oder Buchen. Bei uns in Oberbayern gibt es nur ganz wenige Habitate, in denen sich der Satansröhrling wirklich wohlfühlt. Am ehesten fündig wird man unserer Erfahrung nach in Parks, auf Friedhöfen oder auch an Badeseen mit Buchen, Eichen und Linden als Baumbestand. Zu den wichtigsten Merkmalen der Art gehören der sehr helle, kalkweiße Hut, die rot-orangen Röhren, das feine Stielnetz, das man vor allem direkt unter den Röhren sehr gut erkennen kann und das relativ dezente Blauen im Schnittbild. Der Satansröhrling enthält verschiedene Giftstoffe, die teilweise schon heftige Magen-Darm-Störungen verursachen könnten. Es gibt aber keine Berichte über tödliche Vergiftungen durch den Satansröhrling. Dafür aber gibt es durchaus Berichte darüber, dass Einzelexemplare problemlos vertragen wurden. Das soll aber nicht zum Sammeln dieser seltenen, wunderschönen Art anstiften, sondern nur verdeutlichen, dass die weit verbreitete, fast schon extreme Angst vor der Art unbegründet ist. Die Art ist weder tödlich giftig noch regelmäßig auffindbar. Kommen wir nun zu den direkten Vergleichen. Starten möchten wir dabei mit dem direkten Vergleich der Flockenhexe und der Netzhexe. Auch wenn die Beschaffenheit des Stiels, also Flocken oder Netz, namensgebend und ein gutes Unterscheidungsmerkmal ist, so gibt es zum Beispiel auch deutliche Unterschiede bei der Farbgebung und meist auch beim Habitat. Der flockenstielige Hexenröhrling erscheint bei uns in Oberbayern nämlich überwiegend im Nadelwald bei Tanne und Fichte und besitzt eine eher dunkelbraune, braune oder gelbbräunliche Hutfarbe. Der netzstielige Hexenröhrling ist bei uns meist ein typischer Parkbewohner und erscheint daher gerne auf parkähnlichen Flächen mit Birken, Linden oder auch Eichen als Baumbestand. Die Netzhexe hat eine relativ variable, meist aber immer etwas olivbräunliche bis olivgelbliche Hutfarbe. Seltener erscheinen beide Arten aber auch im Buchenmischwald. Wie immer ist bei der genaueren Artabgrenzung ratsam, sich nicht auf ein einziges Merkmal zu verlassen, sondern möglichst viele Aspekte in die Pilzbestimmung mit einfließen zu lassen. So könnten zum Beispiel Flockenhexen eine außergewöhnliche Anordnung der Stielflocken besitzen, die dann fast wie ein Stielnetz wirkt. Gleichzeitig kann aber bei der Netzhexe das Netz vor allem jung so schwach ausgeprägt sein, dass es kaum zu erkennen ist. Hier helfen dann zum Beispiel Habitat und Farbe. Eine Flockenhexe auf einem Parkplatz mit zwei, drei Birken? Sehr, sehr unwahrscheinlich. Eine Netzhexe im reinen Nadelwald mit Fichten und Tannen? Ebenso extrem unwahrscheinlich. Je mehr Merkmale vom Habitat über die Farbe bis zur Beschaffenheit des Stiels ihr einfließen lassen könnt, desto genauer könnt ihr euren Fund bestimmen. Weiter geht es mit dem Vergleich vom netzstieligen Hexenröhrling und dem wurzelnden Bitterröhrling. Hier ist es besonders gefährlich, dass beide Arten gerne in ähnlichen Habitaten, nämlich auf parkähnlichen Flächen, erscheinen. Teilweise wachsen Netzhexen und wurzelnde Bitterröhrlinge dabei am gleichen Standort sogar durcheinander. Vor allem farblich sind beide Arten in der Regel aber zum Glück sehr unterschiedlich. Die Netzhexe mit olivbraunem bis olivgelblichem Hut und mehr orangeroten Tönen am Stiel, der Bitterröhrling mit weißgräulichem bis graubräunlichem Hut und gelblichen Farben am Stiel. Besonders im Alter besitzen beide Arten außerdem ein sichtbares Stielnetz. Bei der Netzhexe ist das Netz aber in der Regel deutlich besser zu sehen und rot gefärbt, beim wurzelnden Bitterröhrling ist das Netz gelblich gefärbt und meist nur bei ganz genauer Betrachtung zu sehen. Weiter geht es mit dem Vergleich der Flockenhexe und dem wurzelnden Bitterröhrling. Wie wir bereits gelernt haben, erscheint die Flockenhexe eher in Wäldern und dort meist in Nadelwäldern. Der wurzelnde Bitterröhrling dagegen auf parkähnlichen Flächen. Die Flockenhexe besitzt außerdem Flocken und kein Netz am Stiel.
Der Stiel des Wurzelnden Bitterröhrlings besitzt in der Regel ein oft leider nicht sehr deutlich ausgeprägtes Stielnetz. Zusätzlich können auch hier die Farben helfen, die beiden Arten zu unterscheiden. Die Flockenhexe mit dunkelbraunem, braunem oder gelbbraunem Hut und wie die Netzhexe mit eher rot-orangen Farbtönen am Stiel. Der Wurzelnde Bitterröhrling wie beschrieben mit weiß-gräulichem bis graubräunlichem Hut und gelblichen Farben am Stiel. Kommen wir nun zum direkten Vergleich der Flockenhexe mit dem Schönfußröhrling. Gerade weil die Flockenhexe und der Schönfußröhrling relativ ähnliche Standardansprüche haben, kommt es immer wieder vor, dass schwachgiftige und bitterschmeckende Schönfußröhrlinge direkt zwischen den Flockenhexen wachsen. Gerade in Nadel- und Nadelmischwäldern ist es beim Sammeln von vor allem jungen Flockenhexen sehr ratsam, wirklich genauer hinzuschauen. Zu den Unterschieden. Die Flockenhexen haben einen dunkelbraunen, braunen oder gelbbraunen Hut, rote oder im Alter zumindest rot-orange Röhren. Der Stiel ist direkt unter den Röhren in der Regel rötlich oder bei ganz jungen Fruchtkörpern zumindest rot-orange gefärbt. Auf dem Stiel befindet sich nie eine Netzzeichnung, dafür in der Regel aber mehr oder weniger deutlich ausgeprägte Flocken. Der Schönfußröhrling besitzt dazu im Gegensatz einen gräulichen bis graubraunen Hut. Immer gelbliche, im Alter schmutzig gelbliche Röhren. Der Stiel ist unterhalb der Röhren meist gelblich gefärbt und am Stiel zeigt sich ein wunderschöner Farbverlauf von Gelb an der Stielspitze zu Rot an der Stielbasis. Außerdem besitzt der Schönfußröhrling keine Flocken am Stiel, sondern eine wunderschöne, meist sehr deutlich ausgeprägte Netzzeichnung. Aber auch im Schnittbild lassen sich Flockenhexe und Schönfußröhrling sehr gut unterscheiden. Die Flockenhexe hat kräftig gelblich gefärbtes Fleisch und verfärbt sich im Schnittbild meist ebenso kräftig dunkelbläulich. Der Schönfußröhrling dazu im Gegensatz hat eher weißliches, maximal weißgelblich gefärbtes Fleisch, das sich vor allem im Vergleich zur Flockenhexe eher dezent und zwar hellbläulich verfärbt. Ebenfalls im gleichen Habitat vorkommen können verschiedene Arten aus der Gattung der Rotfußröhrlinge, wie zum Beispiel der stattliche Rotfußröhrlinge und eben auch wieder der Schönfußröhrling. Beide Arten besitzen zudem teilweise eine ähnliche Hut- und sehr ähnliche Röhrenfarbe. Zu den Unterschieden: Der stattliche Rotfußröhrling hat keine so wunderschön ausgeprägte Netzzeichnung wie der Schönfußröhrling, besitzt nicht diesen Farbverlauf von Gelb an der Stielspitze zu Rot an der Stielbasis. Auf Druck blauen die gelben Röhren beim Rotfußröhrling nicht und auch im Schnittbild ist beim stattlichen Rotfußröhrling kaum eine blaue Verfärbung auszumachen, während sich der Schönfußröhrling typisch hellbläulich verfärbt. Ja, und wenn all diese guten Unterscheidungsmerkmale einem keine Sicherheit vermitteln, dann bleibt am Ende natürlich auch noch die Geschmacksprobe, die beim Schönfußröhrling immer sehr bitterlich ausfällt. Nun aber zum Vergleich, auf den wahrscheinlich die meisten hier gewartet haben, Satansröhrling oder Hexenröhrling. Beginnen wir mit der Netzhexe. Hier ist es in Anführungszeichen gefährlicher, dass die Netzhexe durchaus im gleichen Habitat wie der Satansröhrling erscheinen kann. Beide Arten sind typische Parkpilze, die gerne auch mal bei einzelnen Eichen auf parkähnlichen Flächen erscheinen können. Wie man hier im Video hoffentlich schon sehr gut erkennen kann, gibt es aber deutliche Unterschiede bei den beiden Arten und zwar vor allem farblich. Die Netzhexe mit olivbraunem bis olivgelblichem Hut und mehr orange-roten Tönen am Stiel, der Satansröhrling in der Regel mit fast schon kalkweißem Hut und einem sehr dunklen, kräftig rötlich bis feinrötlich gefärbten Stiel. Beide Arten besitzen außerdem ein Stielnetz. Bei der Netzhexe ist das Netz aber in der Regel viel deutlicher ausgeprägt, gröber und sehr gut zu sehen. Beim Satansröhrling ist das Netz in der Regel feiner und vor allem bei genauerer Betrachtung direkt unter den Röhren sehr gut zu erkennen. Deutlich weniger Verwechslungsgefahr besteht aus unserer Sicht mit den Flockenhexen. Der flockenstielige Hexenröhrling erscheint wie beschrieben überwiegend im Nadelwald. Dort ist der Standard-Satansröhrling im Prinzip ausgeschlossen. Alleine das Habitat kann hier also schon ein sehr sicheres Unterscheidungsmerkmal sein, aber auch die Merkmale der beiden Arten selbst unterscheiden sich eigentlich stark. Die Flockenhexe mit dunkelbraunem, braunem oder gelbbraunem Hut und einem Stiel mit Flocken ohne Netzzeichnung. Der Satansröhrling, wie beschrieben, mit kalkweißem Hut und feinem Stielnetz, das man vor allem direkt unter den Röhren sehr gut erkennen kann, wenn man sich das genauer anschaut. Die Röhren selbst sind farblich in der Regel zwar ebenfalls leicht unterschiedlich, als handfestes Unterscheidungsmerkmal würden wir die Röhrenfarbe aber nicht verwenden, da diese bei beiden Arten von Rot-Orange zu fast schon Blutrot stark schwanken kann.
Abschließend möchten wir euch zwar keine Angst machen, aber nochmal auf einen Grundsatz der Pilzbestimmung hinweisen. Nichts ist wie es scheint und alles ist möglich. Ja, wie meinen wir das jetzt? Ja, es gibt zum Beispiel neben dem eben gezeigten normalen flockenstieligen Hexenröhrling, der überwiegend in Nadel- und Nadelmischwäldern erscheint, dann seltener auch noch den sogenannten Eichenflocki, der gerne auch als gelbfüßiger Hexenröhrling beschrieben wird und vor allem bei Eichen, also direkt im Satansröhrlingshabitat erscheinen kann. Gleichzeitig gibt es mit Arten wie dem weinroten Purpurröhrling giftige, Satansröhrlingsähnliche Röhrlinge, die auch im Nadelwald erscheinen können, aber sehr selten und kaum verbreitet sind. Außerdem können ein und die gleiche Art vor allem farblich sehr unterschiedlich ausfallen. Ein Beispiel, ja, das seht ihr bereits im Hintergrund. Ja, so extrem gelblich können auch Netzhexen ausfallen. Diesen Fund haben wir aus einiger Entfernung sogar für Gold- bzw. Lerchenröhrlinge gehalten, ja, und haben uns so ein bisschen gefragt, wo steht hier denn bitte eine Lerche? Erst bei genauerer Betrachtung, typisches Netzhexenhabitat, rotes Stielnetz, typisches Netzhexenschnittbild, sind wir bei der Netzhexe gelandet. Die Farbe und Größe der Fruchtkörper hängt bei vielen Arten nicht nur vom Habitat, also vom Standort, sondern auch von den Wuchsbedingungen und vom Alter ab. Deshalb möchten wir jetzt am Schluss nochmal darauf hinweisen, dass bei der Artabgrenzung immer möglichst viele Merkmale vom Habitat über die Farbe bis hin zum Aufbau und Aussehen des Fruchtkörpers und manchmal sogar auch noch Geruch und die Geschmacksprobe einzubeziehen sind. Sich da irgendwie nur aufs Habitat zu verlassen oder nur auf die Farbe oder generell nur ein einziges Merkmal, ja, das funktioniert leider nicht immer. Nur wenn man möglichst viele Merkmale in die Bestimmung mit einfließen lässt, ist gewährleistet, dass man auch wirklich das vor sich hat, was man glaubt vor sich zu haben. Ja, und letztendlich ist es beim Thema Pilze zum Glück immer das Gleiche. Mit jeder Art, die man kennenlernt, merkt man erst, wie groß und umfangreich und spannend die Welt der Pilze ist und wie viel es dann immer noch zu lernen und zu entdecken gibt. Ich hoffe mal, dass dieses Video vielleicht dem ein oder anderen geholfen hat, die spannende Welt der Pilze noch etwas genauer kennenzulernen. Mit den gerade jetzt am Ende noch vorgestellten, ich nenne es mal Sonderfällen, möchten wir euch übrigens keine Angst vor dem Sammeln von Hexenröhrling und Co. machen, sondern ganz im Gegenteil euer Interesse wecken. Die Welt der Pilze ist wie beschrieben so extrem spannend und umfangreich, dass man nie auslernt, ja, und dass es fast schon so ein bisschen schade ist, sich nur mit dem Speisewert der gefundenen Pilze zu beschäftigen, auch wenn das natürlich vollkommen in Ordnung ist. Ja, falls ihr neben den gezeigten Pilzvergleichen gerne weitere Pilzvergleiche sehen möchtet, ja, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Vergleiche ihr denn gerne sehen möchtet. Wir werden dann in den nächsten Wochen, Monaten oder ja, wenn es nicht so gut läuft, vielleicht auch über die nächsten Jahre versuchen, die gewünschten Vergleiche zu drehen und dann einen Teil 2 oder vielleicht sogar 3 und 4 und so weiter zu erstellen. Zum Abschluss möchte ich mich wieder bei jedem bedanken, der sich dieses doch etwas längere Video bis zum Ende angeschaut hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ja, eine hoffentlich weiterhin wunderschöne und artenreiche Hauptsaison. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht's es gut und bis dann.